Ein besonders stimmungsvolles Adventkonzert fand in der Pfarrkirche in Rauchenbad statt. Ein Ohrenschmaus in der stillsten Zeit des Jahres. Es geht darum, dass eigentlich alle musikalischen Vertreter in Rauchenbad ein Adventkonzert gestalten. Von der musikalischen Seite her, von der organisatorischen Seite machen das der Chor Village Voices Rauchenbad, also mein Vorstand und ich. Und ja, wir bereiten das halt jedes Jahr vor. Es wird zwar schon langsam zur Routine, aber es passieren immer wieder Überraschungen, jedes Jahr wieder. Das Adventkonzert ist auf jeden Fall immer ein Fixpunkt, das gibt es schon seit sehr vielen Jahren und das wissen die Leute und darauf warten sie auch mit seinen verschiedensten Beiträgen und es ist wirklich sehr beliebt, die Leute kommen sehr gern. Ansonsten gibt es eben noch jeden Sonntag das Anzünden der Adventkerze auf dem Kirchenplatz, da gibt es auch meistens irgendwelche Darbietungen und ein bisschen einen Punsch und was zu essen. Wenn wir am Abend zusammensitzen und am Adventkranz brennt eine Kerze, dann mag ich einfach Weihnachten und das lasse ich mir von niemandem und nicht von der Hektik auch nehmen. Ich glaube schon, dass es eine sehr hohe Bedeutung noch hat bei uns in Rauchenbad. Man merkt schon, dass alles ein bisschen ruhiger ist, dass die Leute irgendwie ein bisschen anders sind. Man merkt die Adventzeit. Heißt das, dass traditionelle Musik hier in Rauchenbad ein wichtiger Punkt im Kulturleben ist? Also grundsätzlich ja, nur der Chor Village Voices singt mehr. Also wir singen auch Gospels, Pop und Rock, aber natürlich auch in der Weihnachtszeit Besinnliches und Kulturgut. Es singen ja auch unsere Kinder mit. Wir haben ja in unserem Chor noch zwei Kinderchöre dabei, die auch ihren Beitrag leisten und ganz toll geübt haben und vorbereitet haben. Es ist für Jung was dabei, für Älter was dabei, für Instrumental. Es ist eigentlich alles abgedeckt. Besinnliche soll eine schöne besinnliche Stunde in der Adventszeit sein. Die Adventszeit oder die ruhigste Zeit im Jahr? Nein, für mich gar nicht die ruhigste, weil ich in der Musikschule bin und daher sehr viele Konzerte habe in der Musikschule, Adventkonzerte dort und da. Aber für mich ist es einfach, das ist für mich Advent, dass ich anderen Leuten damit Freude machen kann und Freude bringen und schöne Stunden bescheren kann. Das ist für mich der Advent.